Und China Morka wird eins auf France Bleu. Jetzt hast du mir heiß versprochen, schon den ganzen Morgen. Er ist Israel Experte heute Morgen. Es ist ein professioneller Fotograf, er kommt von Süflum. Und es ist der Richard Motsch. Richard, guten Morgen. Guten Morgen, Felicia. Richard, professioneller Fotograf, das heisst, ihr macht jeden Tag nur Foto, Foto, Foto? Ja, ja. Und wo macht ihr das? Bei euch in Süflum? Ja, in Süflum, in einem Geschäft haben wir ein Studio. Und da machen wir das Foto. Was machen Sie für Foto? Wer kommt zu Ihnen, geht sich fotografieren? Von ganz klein bis... Also Hochzeitsfoto, Kommunionfoto? Ja, das fängt an mit der kleinen Bubbele, schon ganz, ganz klein. Macht man die Foto noch, wo man so eine nackte Bubbele auf so einem Tuch oder so? Ja, als mehr kommt das wieder. Ja, ja. Gut. Und dann kommen Kinder noch her, egal was für ein Alter. Mhm. Nachher, wie ich gesagt habe, Kommunion, Konfirmation, nachher, wenn sie Ado sind, mit der Kopien später noch, dann kommen die Hochzeitsfoto, nachher kommen natürlich wieder die Bubbele. Nachher haben wir die Geburtstagsfoto. Ja, und dann sind auch Familien, Familienfoto, manchmal sind es mehrere Generationen, wie kommen. Ja. Und durch das, dass wir ein großes Studio haben, können wir eben... Und es ist leichter für eine größere Familie zu empfangen. Wir sind in Süflum daheim. Wir müssen aber jetzt als allererstes noch gratulieren, weil der hat gerade den europäischen Fotografpreis bekommen. Was ist denn das für ein Preis, den du hier bekommen hast? Das heisst European Photographer. Und das ist, da habe ich ein Dossier gemacht mit 12 Fotos über einen Hafner von Süflum. Wenn man schon von Süflum ist. Ja, natürlich. Wähle Hafner. Das ist Patrice Streisel, der Streisel Michel. Mhm. Und das hat er so angefangen, er hat einen Ofen, wie er noch brennt wie früher mit Holz. Und da habe ich letztes Jahr einmal Foto gemacht dort. Und das ist immer sehenswert, wenn man sieht, wie er anlegt und alles zusammen. An einem gewissen Moment kann man in den Ofen hineinschauen, da ist so ein kleines Glückloch. Und dann sieht man, wie innen, wenn sie alles glühend rot ist. Und was auch noch spektakulär ist, das ist, wenn die Flammen, die gehen Meter hoch zum Kaminrüst. Und wenn noch ein bisschen finster ist, so, macht es richtig. Stimmung? Ja, so. Fast eine Weihnachtsstimmung, könnte man sagen. Ja, kann man sagen. Und dann habe ich auch ein Foto gemacht, wenn er den Ofen leert. Ja. Der Ofen ist groß, da kann man fast stehen drinnen. Ja. Und da hat er am gewissen Moment ein Kar, eine Terrin in der Hand. Und er kniet so und lädt die Terrin an. Und das ist ein bisschen der Anfang von dem Ding. Da habe ich nur gedacht, die Foto könnte man nehmen, eben vor der Dossier. Und dann hat sich das so gemacht, dass ich nicht gemerkt habe, was ich genau will, welche Foto. Und ich habe mehrere Mal mit Zoom vor und ich muss sagen, ich muss immer noch mehr sagen, denn ich habe es ihm schon gesagt und ich habe noch einmal sagen, er ist immer bereit gewesen, wenn ich ihm angerufen habe, hat er alles leid und stehen lassen, eben vor. Dass meine Projekte wieder geht. Hoffnung gemacht haben. Aber ich nehme an, Sie sind nicht allein in dem Wettbewerb. Da sind mehrere Fotografen gewesen, von ganz Europa? Oder von ganz Europa, ja. Man weiß nicht, wie viele das mitmachen. Mhm. 19 haben einen Preis gekriegt. Und davon 4 von Frankreich. Und ihr seid einer davon? Ja. Da ja. Kann man nur mal gratulieren. Merci. Ist das ein Preis, so ein Preis haben, ist das wichtig? Ist das mit Geld verbunden oder ist das nur mal vielleicht, dass man den Titel hat? Es ist nicht mit Geld verbunden, es ist anders Geld, man muss bezahlen, vor keinem mitmachen. Mhm. Aber es ist ein Prestige und es ist auch den Kunden gegenüber. Wenn man belohnt wird für seine Arbeit, ist das auch... gut angesehen von der Kunden. Kann man die Foto einmal sehen? Und zwar, sind das hier ausstellen oder die Foto, wo die sind, Preis die sind bei uns im Geschäft ausgestellt. Aha. Und die sind auch auf unserem Site. Kann man die anschauen. Mhm. Und was ist die Adresse vom Site? Das Site ist Studio Trade Union Photo Trade Union Richard Trade Union Blog.fr. Merci, dass ihr so gut gewesen seid. Ich sage merci, Felicia, und auch in France Bleu Elsass. Einen schönen Tag und eine schöne Weihnachten. Merci, gleichfalls.